Mit dem neuen Honda HR-V mischt auch Honda mit im beliebten Segment der kompakten SUVs. Wobei man sich bei Honda betont sportlich gibt mit der angedeuteten Coupé-Form. Hintere Türen gibt es dennoch und das ist gut so. Was es nicht gibt, ist Allradantrieb, aber das ist in dieser Klasse absolut kein Muss. Der frontgetriebene HR-V ist fahrsicher, wenngleich in forsch gefahrenen Biegungen einiges an Seitenneigung entsteht. Spaß macht das knackige Sechsganggetriebe mit den kurzen Schaltwegen und der 120 PS Dieselmotor ist zwar nicht der dezenteste, aber dafür ausgesprochen sparsam. Bei vernünftiger Fahrweise ergeben sich Werte unter 6 Liter. Viele weitere Pluspunkte sammelt der 4,29 Meter lange HR-V im Innenraum. Vorne lebt es sich ohnehin gut, doch auch hinten gibt sich der Honda überraschend geräumig. Dazu kommen das überragende Magic Seats System für vielfältige Variabilität und ein Laderaum mit einem Volumen von 393 bis 1533 Liter. Auch der Beifahrersitz lässt sich übrigens flach machen, so passen dann besonders lange Teile in den HR-V. Ebenfalls viel Freude bereitet das Cockpit, es ist übersichtlich und schön gemacht. Wer ökonomisch unterwegs ist, sieht zur Belohnung einen grün umrandeten Tacho. Ablageflächen sind ausreichend vorhanden. Unter der Mittelkonsole befindet sich noch ein Fach mit verschiedenen Anschlüssen, etwa USB, HDMI oder 12 Volt Power Outlet. Die Steuerung der Klimaanlage geschieht über ein Touch-Bedienfeld. Der große mittige Touchscreen dient als Info- und Einstellungscenter für den HR-V. Zahlreiche Assistenzsysteme wie City-Notbremse, intelligenter Speedlimiter, Verkehrszeichenerkennung, Kollisionswarnung, Fernlichtassistent oder Spurhalteassistent sind je nach Ausstattungslinie serienmäßig an Bord. Die Version Executive beinhaltet alle genannten Systeme und bietet überdies ein großflächiges Panoramaschiebedach sowie abgedunkelte Scheiben hinten oder Rückfahrkamera. Alles in allem stellt der Honda HR-V eines der attraktivsten Angebote seiner Klasse dar, wenn nicht für viele Kunden ohnehin die beste Kombination aus Platz, Komfort und Kosten. Den sparsamen 120 PS Dieselmotor gibt es im bereits gut ausgestatteten Basismodell Komfort um 23.560 Euro. Wer alles will, greift zum Executive Diesel um 28.860 Euro. Als Extras sind dann nur noch Metallic und Anhängerkupplung verfügbar. Der Rest ist erfreulicherweise serienmäßig. Die billigste HR-V-Variante übrigens ist der Komfort mit 130 PS Benzinmotor um 21.490 Euro.